Ey, meine Lieben, hier wieder euer Steini. Wir sollen Utkarsch retten. Gucken, ob uns das gelingt. Drückt mir die Daumen. Oh, in 1088 Entfernung. Oh. Das wäre ja hier oben. Können wir denn da nicht irgendwie. Ja, doch. Da hoch. Schnellreise zu zahlen. Achso, wir können. Ah, toll. Halte E zum Stoßen. Ab mit dem Boot. Ins Wasser. Ja, wie sollen wir denn so schnell da hinkommen? Seid ihr eigentlich bescheuert oder so? Tja, bin ich ja mal gespannt, ob wir das schaffen oder nicht. Guck, wie schnell die Zeit weggeht, hallo? Können wir denn wenigstens einen Dienst dahin machen? Auch nicht wirklich, ne? Wow. Fahr, Junge. Wow. Alter, fahr. So. Ihr meint, es ist keiner bescheuert genug, hier so durch die Gegend zu heizen. Ich mach sowas. Wow, hier ist ganz schön was los. Ja, dann gucken wir mal, ob uns das gelingt, hä? Ich frage mich, was der goldene Pfad mit all dem Holz am Feuer macht. Hier steht alles in Flammen! Scheint der Guerilla-Krieg nicht besonders hilfreich zu sein, außer... Eigentlich bräuchte ich ja mal eben noch ein bisschen neue Munition und so, aber ich kann ja wahrscheinlich hier nicht raus. Echt, bewegt euch nicht. Verstärkung. Ich möchte da mal irgendwo hoch, hallo? Ah. Komme ich nicht rein? Ja, ist doch gut, Mann. Alter, wieso kann er denn auf einmal nicht so mehr hochklettern? Alter, wollt ihr nicht sterben oder so? Na toll. Na cool, eine Kiste.
Da unten war einer im Rumschleichen. Wow. Kann man hier auch irgendwo Munition auffüllen? Hm. Ja, siehst du, das habe ich mir fast gedacht, ey. Wow. Ich glaube, der kommt wieder so ein Dicker, ne? Sag ich doch. Alter, wie viele liegen denn hier, ey? Nein! Hmm. Bin ja dabei, Mädel. Nein, ich will nicht die Waffe. Mann. Alter. Bleib genau da stehen.
Boah, was war das? Oh. Du kannst wegrennen, aber entkommen tust du nicht. Hui, perfektes Timing. Die Luft ist rein. Ja, zeigt Ihnen das mal. In Deckung, Mission beendet. Gut. Dann können wir ja hier noch ein bisschen die ganzen Schleichen durchsuchen, Leichen durchsuchen, meine ich. Verkauft bei den ganzen Scheiß. So. Hier liegen aber jede Menge, ey. Ja, brüll erstmal da rum. Krass. So, haben wir es denn jetzt mal hier so? Ja, ne? Ich glaube, größtenteils haben wir jetzt auch alle eingesammelt. Doch nicht, hier liegen auch noch ganz viele. Oh Mann. So, da liegt auch noch einer. Du Brüllkäfer, gehst mir ganz schön auf den Sack. Alter Schwede, ey. Die hier nehmen wir auch direkt mit. Dann haben wir da hinten noch eine. Hier. So.
Tja, dann können wir jetzt hier, wo ist denn mein Handelsposten, Außenposten? Hä? Kommen wir auf jeden Fall nicht hin, also nehmen wir den anderen hier hinten. Hier ist er. Brauchen wir das nicht mehr kaufen. Perfekto. So, nachfüllen. Yep. Boah. Klamotten im Wert von 621.000. Also das hat sich ja gelohnt, ey. Munition. So, oh. Faustwaffe, Gegenstände. So, ich würde sagen, dann haben wir da auch wieder alles. Wir können ja mal gucken, was können wir denn jetzt hier wieder an Fähigkeiten? Haben wir da irgendwas Neues? Nein, natürlich nicht. Ketten-Takedown. So, 55 Sekunden. Ah, das passt. Wir sammeln einfach mal. Gut, so viel Zeit haben wir jetzt noch nicht verbracht in diesem Let's Play. Ich glaube, so 10 Minütchen oder so können wir ja eigentlich nur machen. Wir sind jetzt hier. Wir könnten doch theoretisch einfach mal... Schaffen wir das denn von hier? Zu dem Türmchen da oben? Bestimmt, oder? Wir versuchen es einfach. Vielleicht nehmen wir das noch hier unter ins Let's Play. Tür. Da, Tür. So. Hier haben wir direkt einen Quad, mit dem wir dann losheizen können. Also laut der Karte müssen wir hier also runterfahren. Huch, huch, huch. Oh, warte mal, hier ist eine Maske von Yalung. Irgendwo. Altar von Kalinas. Das hört sich aber nicht so an, als wäre das Ding hier in der Nähe. Die Ziege. Mal wieder ein Brief von der Ziege. Also es ist recht ruhig. Also das heißt, hier ist die Maske nicht. Also müsste die Maske irgendwo da unten sein. So, wo haben wir denn den Turm? Laufen wir einfach mal die Strecke hier lang. Die Rebellen haben endlich die Armee von hinten. Aha, haben sie das? Warte mal, haben wir denn hier vielleicht auch, nein, hier sind nur Bären in der Nähe. Passt da schön drauf auf. Was haben wir denn da unten? Oh, Pagans Zorn, die Truppe. Die Bad Boys. Bad Boys reisen ja sowieso immer nur in eine Richtung. Hier steht aber nirgendwo ein Fahrzeug rum, ne? Doch hier irgendwo.
Da haben wir doch was. Noch 6 bis zur nächsten Belohnung. Ach scheiße, hier vorne ist sogar ein Dings, mit dem können wir doch direkt eben... Wo steht der denn? Bestimmt hier hoch, ne? Hier so, da so. Hol dir doch Hilfe. Ein paar Pakete müssen gesichert werden. Habe ich leider keine Zeit für, tut mir leid. So. Da hinten ist der Turm. Das ist eigentlich so die schnellste Art, durch Kyra zu reisen, finde ich. Ist auch cool gemacht hier. Echt schön. Ist da eine Höhle? Ich liebe ja Höhlen. Da. Nein, das ist keine Höhle. Schade. Hätte ja sein können. Wow, da hinten ist wieder eine Riesenfestung oder sowas. Guck, da braucht man gar nicht großartig klettern, dann können wir einfach jetzt runter. Wahrscheinlich wieder direkt in die Arme von Pagans Männern. So, doch nicht. Aua. Wie komme ich denn da auch hoch? Es muss da jetzt irgendeinen Weg geben, da hochzukommen. Machen wir so. Ja. Sagen, irgendwo war dann noch hier so ein blödes Propagandaschild. Klettern wir einfach mal hier hoch. Dann können wir hier vorne hin. Ich glaube, da müssten wir hier drauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich mache das jetzt einfach mal.
geht's nicht weiter. So. Ja, ja. Pagan dich mal erleuchten hier. So. Tada, 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 tada. Hey. Den jetzt noch plätten und dann haben wir es eigentlich. Ich denke, dann können wir auch hier mit dem Let's Play dann wieder aufhören, oder? Totmannsdreieck. Mhm. Nicht schlecht. Gut, gut. Kostenlos haben wir das Ding. Neue Aktivität. Das brauche ich jetzt aber alles nicht, weil ich reise nämlich... Ja. Hier unten hin. Gut. Da füllen wir nochmal auf. Dann würde ich sagen, beende ich hier auch dann das Let's Play, wenn ich hier fertig gekauft habe. Da. Zack. Verfügbar. Das nachfüllen. Verkaufen. Hey. Yep. So, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Sterni. Ciao, ciao.